Herzlich willkommen und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir möchten euch heute einmal einen Display-Vergleich zwischen dem Samsung Galaxy S2 und dem LG L3 Optimus E400 zeigen. Das Samsung Galaxy S2 hat ein Super AMOLED Plus Display mit 480 Pixeln in der Breite und 800 Pixeln in der Höhe. Das E400 hat 320 Pixel in der Höhe und 240 Pixel in der Breite. Es hat ein QVGA TFT LCD Display. Schalten wir am besten gleich einmal bei allen beiden Geräten die Helligkeit auf die höchste Stufe. So. Und starten wir einmal die Galerie. Wir haben schon einmal ein paar Bilder vorbereitet. Ich zoome das mal etwas näher ran. So. Und nehmen wir gleich einmal hier unten dieses Bild. Machen wir es einmal in den Quermodus. So. Ich zoome das mal noch etwas näher ran, dass man mal vielleicht noch etwas besser erkennt. So. Und ja, beim Galaxy S2 werden die Farben etwas natürlicher wiedergegeben. Aber naja, sonst, es gibt vielleicht noch ein paar Unterschiede, zum Beispiel, dass beim LG das etwas blasser aussieht, aber sonst eigentlich ganz okay. Schauen wir mal, was wir noch haben. Hier haben wir noch mal ein etwas helleres Bild. Ich hoffe, man erkennt das. Wir können noch einmal den Blickwinkel testen. Nochmal vielleicht mit beiden Geräten, dass man das etwas besser sieht. Also so viel Unterschied gibt es da nicht. Okay, dann haben wir jetzt noch ein Video, was wir euch zeigen können. Ich versuche das mal etwas gleichzeitig zu starten. So, okay. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat.
falls ihr Fragen habt zum Display oder sonstiges, schreibt es uns in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, euer Society Technik Team.